Wir sind keine Kinder, hat er gesagt, also ja, du weißt das. Wir sollen uns einfach normal verhalten. Musimy rozebrać, bo tak to będziemy stykać i przystykać. Może położę na ziemi. Można też powiedzieć, że mamy nowoczesne laboratorium, doposażone bardzo dobrze, bo korzystamy z dopłat unijnych różnych, także jesteśmy przygotowani do tego. Herr Piasecki möchte sagen, der hat auch sehr moderne Honig Labor hat, was mit EU-Gelder ist entstanden und das ist für ihn sehr, sehr wichtig, dass er die Honig untersucht. Was tu są? Nie wiem, moderne na palec. No ja, więc pytanie jest, czy może pan na pestycydy badać również? Nie, nie badam, bo to już jest tak bardzo skomplikowane. Troszeczkę i skomplikowane i już te urządzenia trochę są inne. Also diese Untersuchungen werden einfach normale Untersuchungen für Honigqualität, aber der Pestiziden kann er nicht untersuchen. Analizę pyłkową pan również wykonuje, czy nie może pan wykonać? Tak. Polen analizę macht er. Dobrze. Tutaj jest jedna linia miodowa. To jest eine erste Abfülllinie. Und zweite Abfülllinie. Da jest w automacie, chodzi a ta... Hier ist vollautomatische Linie und hier ist halbautomatische Abfülllinie. O, dzień dobry. Dzień ist zu sehen, dass alles wird elektronisch kontrolliert und der Mensch greift den Honig nie an, ja? In Wirklichkeit ist ohne Kontakt mit Mensch. Kann ich ein bisschen erklären, wie der Prozess ist? Hier wird homogenisiert, nehme ich an. Pytanie ist, jak wygląda proces przygotowania miodu do rozlewu? Czy on jest homogenizowany? Czy jest mieszany? Standaryzowany? No, musi być. No, jedna beczka tutaj nam nic nie da. No. Muss standardisiert werden, weil ein Fass ist nichts für ihn. Wyjdzie około 100 beczek na raz. Ungefähr 100 Fässer auf einmal werden abgefüllt. 100 Fässer, also 3 Tonnen. 30 Tonnen. 30 Tonnen. Das ist das. Okay. Ja? Man gönnt sich ja sonst nichts. In Österreich legen Abfüller sehr viel Wert auf Entschäumung. Entschäumung. Ja. Macht ihr das auch oder macht ihr das nicht? Austriacy rozlewnicy bardzo ważnych jest dla nich od pianowanie tego miodu, od szumowanie tego miodu. Czy ten problem pojawia się u pana? W zasadzie nie. Also sieht das Problem nicht, dass der Honig viel Schaum hat. Das ist nicht Honig das Problem. Mogą, u mnie miód stoi około 1-2 doby przed rozlaniem. Also ungefähr zwei Tage er steht und wartet, bis er reif ist zum Abfüllen. Ja. Na welcher Temperatur füllt er ungefähr an? W jakiej temperaturze rozlewa pan noc? W granicach 43 stopnie, tak 44 i
zwischen 43 und 44 Grad. Wird abgefüllt. Ja, wenn der Cremeform hat, ist er kalt. Ja. Do kremowania to ten zbiornik służy? Zum Cremen ist dieser Tank vorgesehen. W Polsce nie ma dużo chętnych na mit kremowania. Leider in Polen werden die Cremehonige nicht gerne gekauft. Idziemy dalej. Wir gehen weiter, bitte. Das ist wieder Wärmeschrank, hä? Für die Fässer warm machen und verflüssigen. Hier sehen wir diese Kristallisationsschrank. Befindet sich dieser Raum für Met-Abfüllung und andere Alkoholabfüllung? Das sind zwei Linien. Es gibt auch zwei Linien. I można rozlać około 7000 na godzinę. Ungefähr 7000 Liter pro Stunde werden abgefüllt. Idziemy dalej. Bitte weiterkommen. Może trochę inaczej szwajcarskie winiary tam wyglądają, ale fajnie jest, że vielleicht die Kela i Österreich in Schweiz waren ein bisschen anders. To jest inaczej. Tutaj jest leżakuje miód pitny. Hier reift sich ten med, który najpierw jest w beczkach, zależy jakie miody, w beczkach drewnianych. Zuerst in Holzfässer. Dębowych. Lub Eichen. Lub stadia właśnie tych. Oder in Nierostofässer. Najdłużej leżakuje miód pitny, półtora. Am längsten reift der Met, welcher entsteht aus halber Teil Wasser und einem Teil Honig. Około 10 lat. Ungefähr 10 Jahre. Miody pitne u nas są niegotowane, czyli niesycone. Są to surowe miody. Was er macht, wird dieser Rohprodukt wird nicht gekocht. Es gibt zwei Systeme von polnischer Met-Erzeugung. Wird Honig mit Wasser gekocht oder nicht gekocht? Nie jest und męczony w temperaturze. Und er ist, macht dieses Schwierige weg, also er kocht diese Honig mit Wasser nicht. Ale do tego trzeba użyć miód o dobrej jakości, aber für diese ponieważ miody różne podfermentowane albo jakieś takie niepewne do produkcji takiej surowej nie nadają się. Aber für diesen Prozess braucht wirklich super qualitative Honig, weil ein Honig, wo ein bisschen Gärungsprozesse entstehen, wird sich für diese Geschichte nicht, ist nicht unbrauchbar für das. Aber er benutzt auch Hefe. Er muss Hefe benutzen, ja. Czy używa pan drożdży? Oczywiście, że tak. No tak. One Hefe beim Honigherstellung nicht, ja? Geht nicht.
Można tutaj przyjść, można zobaczyć. To jest około 1 000 000 litrów w pojedności. Ungefähr das Lagevermögen von diesem Betrieb ist ungefähr 1 000 000 Liter. A ile ma spółdzielnia Wyszehradzka w Lublinie? Chyba tak mniej. Uważnie? Tak. Nie wiedziałem, bo pewnie zamiast są największe. A nie. Byli. Możemy to powiedzieć, nie? Also vor vielen, vielen Jahren der Genossenschaft in Lublin war der größte Weltproduzent Polens, aber jetzt Piasecki hat er zu beschreiben. I Lublin nie ma takiej szerokiej gamy, nie ma alkoholi miodowych, nie ma destylatów miodowych. Ja, Lublin ist Steingebiet, die konzentrieren sich nur auf den Met und er ist um diese paar Schritte weitergegangen mit dieser Destillation. Nimmt der polnische Markt zu viel Met an oder exportiert er sehr viel? Czy polski rynek wchłania to, czy eksportuje pan? Eksportujemy. Eksport jest auch ein... Wie viel procent? Ile procent jest eksportu z pańskiej produkcji? Do 30. To też zależy... 20%. Teraz troszeczkę zmalało. Jetzt ist bisschen i to ze względu chyba koronawirusa. Koronawirus hat ein bisschen Einfluss auf diese Sache. Wo sind die Kernmärkte? Welche Länder habt ihr? Jak, do jakich krajów się eksportuje pański mat? Nie tylko u nas w Europie, ale nawet i do Stanów. Also auch nicht nur Europa, aber auch USA. Okay. Szwecja. Schweden? Schweden? Mhm. Jest. Nawet i do Francji. Auch Frankreich kauft bei ihm Honig. Do Krainy Wien. Zu to jest niezrozumiałe. Dla mnie jest to niezrozumiałe. Liefert auch sehr viel mit. Niezrozumiałe, nie wiem. Ja verstehe das nicht. Wer kauft in Frankreich Meldung? Für was? Aber... Zawsze uważałem, że Francja. Francja. Ja hatte mir gedacht, Frankreich und Meld geht nicht. Aber mit jedem Jahr wird mehr gekauft. Oni biorą cysternę. Also die kaufen bei ihm Zisternenmesse. Aha. Tak, nie rozlewane. Nie. I füllen selber. Hier ist ich weiß nicht, wie soll ich das übersetzen, der Gärungsprozess, ja, nicht Lagerraum, nur Gärung. W tej chwili ma 24 stopni. 24 grad. Fermentuje, ma 24 stopni. Temperatur wird kontrolliert. Kontrolowana temperatura. Tak. Gazy są wprowadzone. Die Abgasgase werden ausgepumpt, also die CO2. Proste. Einfach. To jest centryfuga. Centryfuga, tak? Do czego? Do miodów pitnych też. Fermet. Okay. Pozbawianie drożdży w miodzie. Muss die Rest von die Hefe abschleifen. Feststoffe. Bez tego to... Ohne diese Maschine wird nicht gehen. Okay. Das kann er nicht filtern, sondern das wird abzentrifugiert. Nie filtruje pan tego, tylko odwirowuje pan. Filtrujemy też, ale uważam, że to jest lepszy sposób. Also wir filtrieren auch, aber das meint, das ist bessere Methode. Bo to jest klaruje. Und weil einfach nach dieser Methode wird der Met immer sehr klar. Das ist ein Durchflusssystem, nehme ich an. Do półtora tanie. Półtora ten ciężki miód, pitny nie. Tam also diese Schwere, wie sagen wir, diese Schwere Med, wo sehr viel Honig ist, das macht er nicht. Za ciężki po prostu. Das ist zu schwer, diese Flüssigkeit, und lässt sich nicht abschleudern. Ja. Ja. Sedimentieren. Ja. Pytania? Fragen? Beeindruckend.
powiedziałbym eindrucken, co znaczy niesamowite. Hat er sich weiterentwickelt? Hat er sich weiterentwickelt aus Passion oder aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit, Dinge zu machen, die andere noch nicht machen? Czy to się rozwinęło u pana z pasji, czy rozwinęło się to po prostu z konieczności robienia biznesu, którego nikt inny nie robi? Nie, to jest tradycja jeszcze moich rodziców. Sagt, das ist eine Tradition von meinen Eltern. Także idzie i przekazuje to dzieciom. Uważam, że będzie dalej to. Und er hat das wieder weitergeleitet und er glaubt, es wird sicher, ist möglich, dass das wieder weitergeleitet wird. Chociaż oni też najchętniej to by sprzedali. Aber die weinen auch am liebsten, wenn die wirklich verkaufen. Ich glaube, das verdient Applaus, oder? Zawsze to było u mnie dewizja. To nie jedzą świnie. Spożywają ludzie. Dzieci. Najważniejsze. Alkoholu nie, ale miód dzieci. Es war immer seine Devise, dass diese Endprodukte essen Leute, keine Schweine. Und vor allem denkt immer, von Qualität der Produkt ist auch für die Kinder erreichbar. Und deswegen das ist es so wichtig, dass das alles in Ordnung so gemacht wird. Ja, Alkohol nicht, das ist ja klar. Obwohl, mimo wszystko w szkole przecież próbowaliśmy już miody, będą też 30. Ale również.